Friends for Friends geben auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsfest der Extraklasse. Im Mittelpunkt stehen heute nicht Tannenbaum und Co., sondern Live-Acts, Top-DJs und natürlich die Party unter Freunden. Wie hier heute gefeiert wird und was Freundschaft heute ausmacht, das schauen wir uns jetzt an. Friends findet ja schon zum 17. Mal statt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Fest zu machen? Es hat eigentlich begonnen eben vor 17 Jahren in einem kleinen Raum, in einem kleinen Backroom von einem Club, ja, wo sich 30 Freunde eingefunden haben, um Weihnachten zu feiern, mit einer Karaoke-Station. Und mit der Zeit ist es halt immer mehr gewachsen und ist jetzt zu dem geworden, was es heute ist. Es gibt ja zu Zeiten von Facebook schnell mal ein paar hundert Freunde. Wie schaut es bei dir aus mit Freundschaft? Was ist der Unterschied zwischen Facebook-Freunden und echten Freunden? Ja gut, Facebook-Freunde braucht man nicht wirklich zählen, weil ich habe glaube ich 5000. Und das sind nicht meine wahren Freunde, also ich pflege meine private Freundschaft schon sehr gerne. Was ist der genaue Unterschied? Naja, online kann ich keine Freundschaft pflegen, das funktioniert nicht. Das geht nur von vier Augen und das kann ich mit Facebook nicht machen, nein. Ich bin bei Facebook ziemlich rigoros. Wenn ich die Leute nicht persönlich kenne, dann habe ich die auch nicht als Freunde in Facebook. Also ich habe natürlich im wahren Leben eigentlich mehr Freunde, aber ja, bei Facebook ganz wenig, ich glaube 80 momentan. Was macht eine echte Freundschaft aus? Ja, Zuverlässigkeit, dass man füreinander da ist und ja, den anderen nicht im Stich lässt. Beschenken Sie Ihre Freunde zu Weihnachten? Ja. Ja. Was das ist, das wird noch nicht verraten? Nein, auf keine Fälle noch. Soll ja eine Überraschung sein zu Weihnachten. Wie verbringst du Weihnachten? Feierst du mit Freunden oder mit Familie? Ich feiere am 24. mit meiner Familie, mit meiner Schwester, mit meiner Mama, mit meinem Papa. Und am 25. fahre ich mit Freunden zum Skifahren. Also es ist so ein Mischmasch aus beiden. Kriegen Freunde von dir eigentlich auch Geschenke zu Weihnachten oder bist du da eher familienorientiert? Also meine Familie bekommt definitiv so die größeren und schöneren Geschenke, aber meinen besten Freundinnen schenke ich auch etwas und das ist für mich ganz wichtig, dass es dann immer etwas Persönliches ist. Was bedeutet Freundschaft für dich? Freundschaft bedeutet für mich, dass man füreinander da ist, egal was passiert im Leben. Und ich habe immer gesagt, wenn meine beste Freundin die Bank überfällt, werde ich sagen, es ist nicht okay, aber ich werde das Fluchtauto fahren. Ja, so eine Weihnachtsparty unter Freunden, das ist schon eine super Sache. Ruhig und besinnlich kann man ja dann noch immer im Rahmen der Familie feiern. Für heute Abend heißt es noch ein paar Stunden Party pur, Party vom Allerfeinsten. Ich darf mich von euch verabschieden, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Alles Liebe, ciao.